Wir machen das hier. Wir machen einen Super Metroid Link to the Past Randomizer Run. Lange nicht gemacht. Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte das machen, damit ich es nicht verlerne. Und ich glaube, dadurch, dass ich es auch so lange nicht mehr gespielt habe, ich habe übrigens wieder den Mega Man Skin, weil der einfach so geil in beide Welten passt. Glaube ich, gibt es sehr viele Leute, die das hier noch nie gesehen haben. Ich will das irgendwie beherrschen und ich würde das gerne auch mal irgendwo zeigen und machen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nice und will das nicht verlernen. Jetzt, ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt so super scheiße läuft in Metroid. Ich glaube, das wird gut funktionieren, um ehrlich zu sein. Es wird genauso funktionieren wie vorher. Halt, ja, irgendwelche Lore-Norfair-Sachen werden halt nicht klappen. Aber ansonsten wird alles eigentlich ganz gut funktionieren, denke ich mal. Ja, wir gehen einfach mal rein und ja, mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber ich habe richtig Bock drauf. Oh, dieser Mega Man-Skin, Leute. Alter. Nee, also soll ich danach noch ein Race machen? Es kommt jetzt sowieso in den nächsten Tagen ja auch das Turnier-Race. Da weiß ich allerdings noch nichts. Ja, das mache ich mal später, wenn ein paar mehr Leute da sind. Alter, wie hell das ist. Alter, der... Also jetzt gerade nutze ich ja den OLED hier. Junge, Junge, Junge. Kriegt er Damage eigentlich? Nee. Blue Mail. Es ist so, kurz vor Erblindung. Moment, der Autotracker ist nicht da. Moment mal. Ich hoffe, das klappt. Ja, klappt. Hey, Kapostel, moin. Boah, ist das hell. Junge. Danke sehr, Lucid. Das ist ein SMZ-Randomizer. Super Metroid und Zelda Link to the Past gemischt. Das heißt, beide Spiele können jeweils Items vom anderen Spiel beinhalten. Und ich muss beide abschließen. Trash, blau, blau. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder auf diesen Tracker klarkommen. Trash. Blau, blau. Nee, falsch. Trash. So. Nice. Ja, besser ist. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen lauter, das war so leise. Okay, das sind nur Missiles, die brauchen wir nicht. Das klicken wir auch schon mal weg, den Wald. Das können wir auch wegklicken. Ja, ist schon sehr hell. Nee, voll. Also, kann man natürlich auch runterschrauben. Ich finde es aber geil, wenn es so super krass strahlt, sag ich mal. Aber es ist das unter... Also ich sag's euch, in Windows allein schon. Junge, vorhin WoW gespielt. Es ist... Es sieht so gut aus. So, hier, da seht ihr, wir werden auch Missiles finden für Metroid. Aber aktuell noch keine schöne Ausbeute hier. Ja, jetzt kommt morgen die Monitorhalterung, weil ich habe halt einen Monitor, der da ganz links ist. Irgendwie bringt der mir nicht so viel. Ich meine, da ist jetzt OBS drauf. Auch okay, aber... Ich hätte den gerne irgendwie oben montiert. Und da muss ich mal schauen.
27 Zoll, Margaret. Alles andere, dafür sitze ich, glaube ich, auch zu nah dran mittlerweile. Für uns deine Retrofalle. Hey, Redrum, dankeschön. Ja, ich kann ja mal, ich werde mal ab und zu fragen. Wir sind auf der Suche nach einem Frontloader NES NTSC. Gibt's irgendjemanden, der einen über hat? Oder einen abgeben würde? Oh, das sind die Morph-Bombs. YouTube-Experiment beendet. Läuft der Stream nicht auf YouTube? Oh, bitte sag das nicht. Läuft der Stream auf YouTube? Oh, bitte nicht. Morphball. Wichtig. Damit geht in Metroid natürlich einiges auf. Oh Mann, Alter. Das ist so eine Scheiße. Und ein Schwert. Ja, jetzt muss ich nur gleich gucken, ob ich das irgendwie... Läuft es jetzt? Gib mir gleich mal ein Feedback, weil ich mache es immer wieder aus und an, bis es geht. Das ist das schlechteste Tool aller Zeiten. Ja, man muss es tausendmal starten. Also, es ist ein Tool, wo, also man muss einfach immer wieder Stopp, Start drücken, bis es irgendwann geht. Ich mach nochmal. Ja, ich kann ja auch selber drauf achten. Geht's jetzt? Immer noch nicht? Ist jetzt schon das dritte Mal neu gestartet. Mein Gott. Moment mal, ich mach mal hier irgendwie Pause im Timer. Jetzt geht's. Beim 10. Neustart. Okay. Gut. Da sind wir. Ja, hallo YouTube. Ihr seid 5 Minuten zu spät, weil der YouTube-Stream nicht sofort mitstartet. Muss ich unbedingt drauf achten. Muss unbedingt drauf achten. Da liegen Missiles. Hallo Jansen. Das ist falsch, genau. Da liegen Powerbombs, die würde ich jetzt mal mitnehmen. Zero Basic, ich denke nicht, je nachdem wie schnell ich hier durch bin. Knecht Senkrecht, vielen Dank für deinen Resub im 59. Monat. So, okay. Was natürlich angenehm wäre... das ist ein Plugin für OBS, relativ simpel. Vielleicht sollte ich das mal aktualisieren oder so. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Multistream vielleicht einfach. Retro-Metzi. Danke für 32 Monate. Hallo, Ben. Okay, weiter geht's. Oh nein, und der Timer lief die ganze Zeit. Oh. Nee, das stört mich. Das stört mich. Den setze ich zurück. Jetzt muss ich leider ins VOD gucken. So. Sehr schön, Ben. Ja, so sollte es auch sein. Weiter geht's.
Endlich nicht mehr curved. War mal gespannt. Das ist so krass, wenn man von langer Zeit curved wegkommt. Ich mach mal safe. Und dann auf nicht curved geht, sieht's aus, als käme der Monitor, als wäre der so nach außen gewölbt, so konvex. Ja, Spiritbox liebt er auch sehr. So, jetzt haben wir hier unsere Missiles und unsere Bomben. Ah ja, um Gottes Willen. Nur für mich persönlich ist Curved nichts mehr. Holt euch Curved. Es ist cool. Macht alles. Also freut euch drauf. Oh, geil, dieser Ball. Wie heißen die nochmal? Ja, es soll Mittwoch kommen, aber ich glaube da nicht dran, um ehrlich zu sein. Rupees. Die brauchen wir nicht. Das machen wir weg. So, mal gucken, ob wir hier direkt mal die Tricks hinkriegen. Einfach free das Game. Man verlernt es nicht. Missiles nehme ich mal. Ah, der hat nicht geklappt. Dieser Moonfall. Weiß ich nicht mehr, ob das hier Powerbomb ist oder... Missiles. Powerbombs wären schon gut noch. Ja, manche Secrets sind schon echt wild versteckt. Denro. Oh ja, super Missiles, die nehmen wir. Wow. Aber links lasse ich jetzt erstmal frei, weil ich nur noch 3 Bomben habe. Ah, alles nicht mehr so ganz flüssig. Hey, so gar nicht flüssig. Nehmen wir mal mit. Nein. Nein, nein, nicht flüssig. Erstmal wieder reinkommen. Das klappt ja alles super. Ja, die fehlenden Powerbombs sind ein bisschen nervig. Nein, hier muss ich doch den Trick machen. Mein Gott. Ja, doch, ich habe schon einiges vergessen. Powerbombs, please give. X-Ray, das will ich halt gar nicht. Gangland, danke für 71 Monate.
Ja, jetzt habe ich nämlich genau 0 Powerbombs. Jetzt muss ich traurigerweise erst am Schiff aufladen gehen. Gut, Nick, moin. Deswegen hätte ich in Zelda gerne noch einen Fünfer gefunden. Fünferbombe. Na gut. Machst du nix. Ja. Ja gut, mit Metroid, das ist auch nichts, was man mal so eben macht. Also, da sollte man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Das ist schon wild, finde ich. Die Kombination. Aber die macht Bock. Weil ich finde, das habe ich damals schon gesagt, das sind so zwei super unterschiedliche Genre irgendwie. Das eine ist super Execution-lastig, das andere, ich meine, im Prinzip ja auch Zelda, aber das hier, boah, so schnelle Inputs, also ich liebe Metroid. E-Tank und Blue Mail brauche ich beides nicht. Das heißt, es kann weg. Metroid schon auch geil. Metroid Dread müsste ich auch nochmal spielen. Toshi, vielen Dank für die 4 Jahre. Junge, die 4 Jahre Support sind voll. Danke sehr. Das war zu früh, glaube ich, ne? Ja, uiuiuiui. Weiß gar nicht, brauche ich. Ne, ich dachte, ich bräuchte Powerbombs. Das war auch zu früh. Eieiei. Ja gut, die ganzen Tricks eine Weile nicht mehr gemacht. Hallo aus Madman, Toshi, Grüße. Kommt man in einem Stream durch. Silvers, die nehme ich mit. Nein, noch nicht geradet in Dragonflight. Thank you.
glaube ich, speichere mal eben. Aber Metroid Fusion würde ich auch generell sowieso mal sehr gerne spielen. Hey, Herr Bösch. Metroid Fusion, ey, muss ich unbedingt mal spielen. Ja, Mann, habe ich auch noch nie gespielt und ich höre ja nur, dass das gut ist. Nee, hier ist nichts, ne? Nee, glaub nicht. Oh, der Ice Rod. Nice. Nee, in SMZ ist er nicht progressive. Da oben. Genau. Ja, ne? Magic Cave. Ne. Ja, läuft jetzt nicht. Execution-technisch natürlich jetzt nicht so stark. Aber... habe ich jetzt auch echt eine Weile nicht gemacht. Kann ich das so sprengen? Nee. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Kein Energietank bis jetzt gefunden. Auch ungewöhnlich. Ja, ich muss mal gucken, dass ich da jetzt auch... Ja, 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 ich muss echt ein bisschen auf mein Leben achten. Oh, nice. Dass ich da jetzt auch mal nach einem Termin gucke für das erste Spiel. One-Shot bin ich hier, ne? Ja, okay. Ich muss das in nächster Zeit wieder viel mehr spielen, damit ich wieder besser werde. War ich jetzt... Nee, unten war ich noch nicht. Ja, bitter. Boah, gute Frage. Gegen wen spiele ich denn jetzt nochmal im Rando? Lol, bin ich dumm? Tricks! Ja. Ja, ja, so ist es. Aber kein E-Tank ist schon auch, ist ein bisschen assi. Aber mein Kurzzeitgedächtnis sagt mir nicht mal, ich weiß nicht mal, was mehr da oben war. Ich habe keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall die Checks nochmal machen. Hm. Ja, so klappt's. Ja, geil, ne? Also es passt schon sehr gut rein. Mega Man Sprite einfach OP. Nee, ich glaub, den konnte ich noch nicht erreichen. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen HP. Das war ein Sichtcheck, aber ich komm noch nicht dran.
Da ist gar nichts durchgeplant. Und das ist bestimmt auch nicht schlau. Boah, gehe ich jetzt nochmal lang? Schon sehr risky. Reserve Tank. Oh, nice, ein Plasma Beam. Sehr angenehm. Und ich habe nur noch eine. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Den Skip jetzt hier. One shot. Was sieht haklich aus, Bluff? Oh nein, bin ich jetzt nicht gefangen? Ah, puh. Plasma Beam einfach Lebensretter jetzt. Oh. Oh, Flippers. Helfen uns jetzt erstmal nicht. Aber nehmen wir erstmal schon mal natürlich mit. So, hier kann ich jetzt Super Soul noch, ne? Ah, der Plasma Beam ist schon ein kleiner Game Changer. Ist jetzt auch sehr gefährlich hier. Alter. Ohne Energiecontainer. Ich glaube, so lange war ich noch nie ohne Energiecontainer. So. Doc Falcon, vielen Dank für deinen Resub.
Vielen, vielen Dank. Die Fischstäbchen mit Vanillesoße? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Oh, da liegt der Hammer. Weil, also das passt ja sehr gut zusammen, aber Fischstäbchen und Vanillesoße jetzt in meiner Welt nicht. Komm, wir spielen das sicher. Obwohl, kann ich hier speichern oder nur aufladen? Ja, nur aufladen. Ey, das habe ich jetzt auch schon sehr häufig gehört. Tatsächlich. Dieses, Pommes mit so einem McSunday. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das auch, klingt auch sehr widerlich. Crystal 2. Na, guck mal. Hey, Capacity for Arrows. Crystal 2. So, wie track ich den Scheiß jetzt? So. Nee, mit den Superbombs ist der nicht so tanky. Den Super Missiles meine ich. Hey Jay Clay, moin. Weil das ein Mixed Randomizer ist. Das Ziel ist, beide Spiele durchzuspielen und ich finde in beiden Spielen jeweils auch Items von den anderen Spielen. Jetzt zum Beispiel Rupees. Und in Zelda finde ich auch Metroid-Items. Und es gibt 4 Orte in den Welten, wo ich die Universen wechseln kann. Ja, es ist wild. Zum Beispiel jetzt hier gleich komme ich auf den Berg, wenn ich das möchte. Moment mal, ist nicht hier auch noch ein... Oh, ich glaube, ich bin hier echt auch One-Shot gefühlt, ne? Aber ist hier nicht ohne Hitze? Ja. Oh, Spring Jump? High Jump? Ja, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, wann sei. So, jetzt komme ich hier auf den Mountain. Das heißt, wir können hier ein paar Checks machen. Aber ich kann noch kein Dark World Access.
Dingo! 60 Monate und immer noch kein Bärmann. Ein neuer Rekord für mich. Okay, Speed haben wir hinter dem Mirror. Ein neuer Rekord. Und da liegt der Bogen. Sehr schön, Bogen und Silvers. Angenehm. Na, Permaban wäre schon böse jetzt für Dingo. Möchte ich auch gar nicht. Lila C. Wolfi. Danke sehr für deinen Resub. Und der Hamburger Fabs, danke für 15 Monate. Und Captain Bockwurst, dir auch vielen Dank für den Support. Ja, ich wünsche mir das schon sehr und ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass irgendwas vielen Neues Dank kommt. Für die gute ja. Unterhaltung. Viele Grüße. So, wir holen noch den Oppi. Ja, wüsste ich gerne. Gibt's Leute, die das jetzt gerade das erste Mal sehen und denken gerade, lol, was ist das denn? Der spielt zwei Spiele gemischt, habe ich ja noch nie gesehen. Gibt's bestimmt wieder Leute. Es sind so viele in letzter Zeit dazugekommen. Glitterwolf, danke für dein Subgeschenk. Und Lirolas, danke für 45 Monate. Ja, ich denke das. Aber das finde ich auch cool. Deswegen, ich habe es ja schon eine Weile auch nicht mehr gespielt. Deswegen bin ich auch gerade in Metroid etwas eingerostet. Nicht, dass ich da jemals entrostet war. So, jetzt haben wir hier auch den Safe in Quid am Berg. Und heißt, wir haben jetzt auch immer eine gute Möglichkeit. Eine gute Möglichkeit. Moment, Eastern ist ein Crystal. Dann spiele ich das. Eine gute Möglichkeit, ja, uns in Metroid schneller zu bewegen. Bitlex, vielen Dank für 100 Bits. So. Boah. Geht bestimmt, ich wüsste jetzt aber nicht wie. Immer noch kein Dark World Access. Kannst mal gucken. Maya ist Green Pendant. Habe ich gar nichts gegen. Supers, auch gut. Moon Pearl. Aber wir haben keine Power Gloves. Lol, kein Dark World Access, ja. Okay, und Maya ist Green Pendant. Ist schon geil, Real Ninja da. Aber das Problem, also mich schreckt sehr ab, das zu lernen. Nein, du, ich kann jetzt... nee, das geht nicht. Ich kann nur Reset drücken. Also wenn ich Reset drücke an der Konsole, ich könnte jetzt speichern und resetten und dann bin ich bei Metroid wieder am Schiff. Aber in Metroid muss ich am Ende immer speichern. Vanilla-Musik auch mal zur Abwechslung nicht schlecht. LOL, oh, ein Mimi, Alter! Alter Schwede, das habe ich lange nicht gesehen, die roten Bits. Ich danke dir. Danke für 10.000 Bits. Junge, danke, 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 danke. Oh. Das ist natürlich auch mega. Wir haben schon mal die Flöte. Alter, danke sehr. 10.000 Bits. Wo war der Alert? Kam kein Alert? Kann das sein? Alter, das ist wirklich krass. Danke sehr. Der Zug-Alert kam direkt, ne?
Okay, Vicky haben wir. Wow, Alter, 10.000 Bits. Danke, 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 danke. Der ist irre. Okay, die Flöte, die schmeckt uns gut, aber wir haben immer noch keinen Dark World Access. Oh, Bombs. Okay, das heißt, es waren alle Items jetzt raus aus dem Dungeon. Ich beende ihn noch. Und dann würde ich, denke ich mal... Das sind alles unterschiedliche Einnahmequellen. Bei Subs geht ja noch ein Teil an Twitch. Ich glaube, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Entweder 50%, wenn man ein normaler Affiliate oder Partner ist. Oder wenn man so ein bisschen Premium-Larry ist, dann 30% an Twitch. Und bei Donations kommt natürlich alles an mich. Also im Prinzip ist da der größte Teil, den ihr bezahlt, der kommt auch hier an. Und bei Bits kommt auch alles, geht auch alles an mich. Aber da wird beim Kaufen der Bits ja schon eine Gebühr erhoben. Evil Bloody Eyes. Danke für 100 Bits. Premium Larry wie Larry Leffers, genau. Okay. Die ist dann durch. Ja, ich würde sagen, Subs sind am besten. Die Community hat was davon. Leute haben keine Werbung mehr. Es gibt Emotes, es ist, ja, Subs irgendwie am sympathischsten einfach. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich Trash. Captain Black Sheep, moin. Einfach Müll. Oh ja, Turbo ist eigentlich auch. Wenn man viel Twitch konsumiert, kann ich verstehen, dass man sich das holt. Kommen bei Turbo die Streamer was ab. Oh. Turbo ist so ein Service, den kannst du kaufen. Der ist nicht günstig. Und dann hast du keine Werbung mehr. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, ich meine, so ist das auch. Okay, so ganz viel ist jetzt schon wieder nicht mehr auf, ne? Also das Castle Hyrule wäre halt vielleicht interessant. Hä? Da kam einfach kein Sound.
Ja, klar. Kalyrix, Kalyrix. Das war aber cool, Secret of Mana Turbo. Auch wenn es irgendwie ein bisschen komisch war. Und das Spammen sehr belohnend war. Das fühlte sich nicht so richtig an. Genau, Rick Canadian. Doch, mit den Flippers könnte ich halt nur den Penner holen. Aber es ist nur ein Check. Ist mir ein bisschen wenig gerade. Supers. Nee, das sagt mir nichts. Was ist das? Ist das ein Game? Ja, Visions of Mana sah schon cool aus, ne? Loveo, moin. Ja, Oracle of und Season of Ages habe ich hier beides gespielt. Ja, wie wär's mal mit Kingdom Hearts? Spacer. Aber das ist kein Snack. Wir werden auf jeden Fall... Habe ich einfach noch nie gespielt. Die sind der Hammer. Ich habe es noch nie gespielt. Ja, ich denke, ich kann sie nicht erklären. Ja, also da spalten sich die... Also das ist echt krass, ne? Die einen sagen so, die anderen sagen beste Spiel aller Zeiten, die anderen sagen schlimmste aller Zeiten. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Sehr kontrovers, die Spielreihe. Okay, hier gibt's nix. Bleibt schon wieder nicht mehr so viel über. Klar, Keranos. Mickey, Dankeschön für 100 Bits. Was ist denn mit Mickey Epic? Das fand ich sah auch ganz nett aus. Aber ich glaube, wenn das hier alles mit der Röhre so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann muss hier sowieso in nächster Zeit viel Retro-Spiel-Kram kommen. Hier, ich mache nochmal den Aufruf. Gibt es vielleicht unter den Retro-Sammlern jemanden, der einen Frontloader in NES hat, einen NTSC? Okay, das hat sich auch nicht gelohnt. Jetzt fehlen mir halt die Rupees. So viel gibt's nicht mehr. Ist echt krass. Und den abgeben will vielleicht oder weiß, wo er ihn herkriegt. Ich werde morgen mal so ein bisschen versuchen, eine Kamera da hinten zu montieren. Mal gucken, ob es für Retro dann eine andere Perspektive gibt oder so. Könnte ich mir vorstellen.
Hey, ich habe echt Pech. Also ich mache jetzt gerade in Zelda alles. Ich gehe jetzt noch zu Sora. Und da fehlen mir die Rupees. Ja, Jimmy Jimbo, sehr nett. Hilft mir nur jetzt natürlich nicht, ne? Okay, das ist praktisch. Unter der Fußmatte liegt die Kohle für Sora. Dann kann ich das hier komplett clearen wenigstens. Naja, würde ich ja machen, aber ohne Power Gloves komme ich da nicht rein, Omschick. Varia Suit. Okay, perfekt. Ne, Gravity Suit ist das. Bin doof. Das ist der Gravity Suit. Aber das ist nice. Das gibt uns wieder, macht uns was auf. Nö, was heißt dringen? Nö. Je eher, desto besser. Oh, nice. Den nehme ich jetzt endlich mal mit. Ist doch immer so. Wenn man was haben will, will man es möglichst schnell haben. Dringend ist das natürlich nicht. So, hinter dem Mirror war... So, jetzt muss ich mal überlegen. Speicher mal und gehe jetzt in Metroid. Ich könnte Wrecked Ship machen, aber ich habe ein bisschen Schiss mit einem Energiecontainer, um ehrlich zu sein. Oder soll ich es machen? Ich habe einen Suit, ne? Moment, ich könnte auch da oben checken. Aber da müsste ich jetzt den Infinite Bomb Jump hinkriegen. Einfach aus dem Handgelenk. Junge, dieser Maschinendensen. Ja. Er hat nichts anderes gemacht die letzten Jahre. Ja, ist geil, ne? Ulrich. Hat alles wunderbar funktioniert für den Swanny. Also echt einen Schnapper gemacht. Gönn ich dir. Konsolenkost kenne ich ja. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Muss mal schauen. Ich glaube, ich gehe hier erstmal. Was ist, wenn ich hier runter gehe? Jetzt bin ich orientierungslos ein bisschen. Komme ich hier Richtung Red Tower? Ich glaube, ich speichere auf jeden Fall eben mal erst.
Nach dem Raumschiff? Nee, jetzt geht's gerade wieder. Ich wusste nur nicht mehr 100%, wo ich jetzt hier rauskomme. Okay, das ist jetzt ein bisschen eklig. Mit Powerbombs und Crouched rein, ne? Ja. Wir machen halt Todesdamage. Hey, einfach ein Energiecontainer habe ich nur. Gefährlicher Raum. Aua. Oh oh. Alter, wie kann ich denn so wenig HP haben? Alles scheiße, das bringt mir alles nichts. Ja, nicht gut. Verlangt das Spiel jetzt von mir, dass ich Wrecked Ship mache mit einem Energiecontainer? Nee, einfach nur eine ganz normale, nichts Umgebautes oder so. Eine ganz, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, komme ich jetzt so, ja, es müsste gehen. Eine ganz normale, NES. Nichts Spektakuläres. Echt? AV1-Stream, ja, würde ich machen. Wäre schon mal schlau, wenn sie da hingehen würden, ne? Ich habe da eh wahrscheinlich nichts. Ich hoffe ja, Super Bavario World zu densen. Was ist das? Ich habe ja auch noch diesen anderen super crazy Hack. Wie hieß der? 69 Exit, 7 Jahre Entwicklungszeit. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Okay, da sind... Ach... Ich weiß nicht, ob ich das so sehen kann, den Check. Okay. Ah, ein Herz. Das brauchen wir nicht. €139 bei eBay Kleinanzeigen. Echt? Moment, Mother, wie heißt das? Turtle, Mother Turtle? Und woher? Bei Kleinanzeigen? Ja.
Hey, ist ein Energiecontainer, den nehme ich doch gerne mit. Was? Märchweiler, wo ist denn das? So grob. Ja, kannst ruhig mal einen Link posten. Du wirst halt getimeoutet, aber ich hab den Link dann. Ja, danke. Wie war denn das jetzt nochmal? Nice, er kann es noch. Banküberweisung oder Abholung will der nur. Ja, Banküberweisung ist ja nicht das Problem. Ach so, ja. Stimmt. Oh, Master Sword. Keine Ahnung, ob der auf seinen letzten Flohmärkten da was gefunden hat. Aber ich will halt so eine Frontloader, ne? Um ehrlich zu sein. Finde ich schon schöner. Ich weiß nicht, ob die auch... Grappling Hook? Ja, liebe ich nicht. Ja, nur Überweisung ist zu 90% Betrug, okay. Oh, warum habe ich ihn nicht eingeschaltet? Das ist die Frage. Weil, ach ja, weil ich nur Plasma oder Spacer nutzen kann. Das ist die Antwort. Okay, dann checken wir jetzt mal eben die beiden Sandpits.
Ja, der Mirror wäre was, dann hätten wir Speed, dann kämen wir hier weiter. Aber dafür brauchen wir den Mirror. So, Maria. Shit. Ach, ich hasse es, wenn man die Sandpits spielen muss. Und Bomben. Was erlebt man denn für Abenteuer in der Eifel? Okay, Michael Wulff, ich guck mal eben, weil es interessiert mich doch sehr. Ja, sieht natürlich nicht so besonders schön aus, aber ich glaube, das ist gar nicht das Problem, weil das Case ja eh gewechselt würde. Moment mal, machen wir eben eine Pause. Ich hole mir jetzt eben ein Getränk. Ich habe nämlich kein Getränk mehr. Das ist nicht gut. Ja, ich mache mal eine ganz kleine Pipi-Pause. Hoppala. Das Kabel ist zu kurz. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Dann geht's weiter hier mit diesem Randomizer. Bis gleich. Eieiei. Ja, ätzend, dass in den Sandpits jetzt was war. Deswegen müssen wir hier leider den ganzen Bums nochmal machen. Aber das haben wir ja hervorragend gemacht. Das ist echt eine Frechheit, Lakritzelt. Sorry. Addenzen 86, oh, bei mir kommt der Alert immer ein paar Tage, bevor ich verlängern kann. Danke für die 36 Monate minus Größe als 3 Jahre feinster Content. PS. Finde den Podcast so gut. Weiter. Danke sehr. Vita Futura, ich danke dir. Wollte den Clip zu Ende gucken. Meep. Ja, morgen startet der Stream wieder um 15 Uhr. Alle 14 Tage wird das jetzt so sein. Weil ich abends dann mit dem Matthias noch den Podcast aufnehme. Und das wird morgen auch so sein. Ich muss nochmal speichern und Sandbits wieder abchecken, weil sonst könnte ich auch einfach Safe and Quit machen. Aber den Somaria, den brauchte ich ja jetzt. Hat er jetzt das Comeback in SF geschafft? In was? Was? Ey, Soccer, was geht? Ist die Frage. Phew, 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 phew. So, bitte gönn hier nix. Oh,
Ach, da liegen die Power Gloves. Ich muss beide Seiten Sandpits spielen. Warum ist das Game so? Ja, du hast recht. Du hast recht, das ist ein typischer Montag. Stimmt, hast recht, Marius. Long Island, danke für 9 Monate. Muss mal den Long Island bei uns hier im Turok in Essen trinken. Da weißt du, was ein Long Island ist. Ein bisschen RIP danach. Coimbra, moin. Überlege ich jetzt mal. Ich muss wieder zurück. Aber ich brauche die Power Gloves. Oh, ist das belastend. Wir gehen hier dann. Hä, das Game sagt, ich kann zum Boss? Ohne Speed und Ice Gloves? Ohne Speed und Ice Beam? Stimmt, über Zelda. Ja, true. Ach, was mache ich denn? Was ist deine Lieblingswortart, Lakritz, von allen Wortarten, die es so gibt? Wo sagst du, japp, das catcht mich. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, Last Phase. Ist das was? Hallo Dark World. Hello Darkness, my old friend. Okay, Skullwoods, was haben wir? Wir haben Green Pendant in Maya, wir haben Ghost Token in Swamp Palace. Zack. Dann haben wir Red Crystal in Ice Palace. Dann haben wir ein Boss Token in Pot. Und ein Boss Token in Turtle Rock. Ui, das sollte ich nicht machen. Onomatopoesie liebe ich. Lautmalerei. Hier ist der Mirror! Okay, ultra strong. Das heißt, wir können Speed holen. Können auch auf dem Berg. Und wir können jetzt einiges machen. Okay, der Mirror war stark. Also, das ist eine ROM, die beide Spiele vereint. Es gibt 4 Orte in beiden Welten, wo man das Universum wechseln kann.
Die sind auch immer dieselben Stellen. Da kann... Puh. Den hole ich jetzt. Das ist es mir wert. Ja. An diesen Orten, in diesen Türen komme ich ins andere Game. Und... Ja, ich kann... Items sind über beide Spiele hin verteilt. Mein Ziel ist es, beide Spiele zu beenden. Ich dachte, dass ich es überlebe. Ich bin aber ein Herz. Okay. Ja, dauert halt lange, ne? Das ist es. Ist halt. Oder was meinst du? Nicht das hier? Ja, ich brauche noch irgendein cooles Game, so ein kleines Überraschungsspiel für mein 36-Stunden-Wochenende. Irgendwas Besonderes. Mal gucken. Irgendwas. Was ist gerade angesagt? Was ist gerade der Shit? Reserve Tank? Bundesliga Manager Hattrick. Da weiß ich ja nicht, ob das jetzt das Beste ist. Solitär ist wirklich nicht angesagt gerade. Nein, ich schlafe dazwischen. Hey, AIZ, ganz normal. Ganz normal. Ich mache einfach Freitag, Samstag, Sonntag 12 Stunden. Den Stunt-Preis sehen. Im Herz, sehr gut. Tiefste Dank. Chaka. Last Faith. Ist das PS5? Infernum heißt der 69X. Der genau, den. Den habe ich auch schon. Ich weiß noch nicht, ob der geil ist. Da bin ich mal gespannt. Evoland habe ich schon gespielt, die waren wirklich cool. Ja, aber so ein Game in die Richtung, so ein kleines, billiges Easy-Game. Ist das Pixel-Look oder was ist das für eine Optik? Muss ich mir mal angucken. Nötig, jetzt bin ich One-Shot. Hm.
Aber Binding of Isaac habe ich noch nie so geliebt. Golden Sun habe ich auch schon gespielt. Stimmt, wie heißt das? Cherry Tower, was ist das denn? Rapper the Rapper, das muss ich auf jeden Fall im 36-Stunden-Stream spielen. Zu 1000%. Da komme ich nicht drum rum. Ach, ich brauche das Game mal. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Weil moin, da bist du. Hast du zufällig vorhin das gesehen mit dem Video am Anfang meines Streams? Mit dem Tomb Raider Video? Das hat mich gestern richtig komplett mental aus der Bahn geworfen, die Tatsache. Na klar, Samson Life. Das hat mich wirklich weggenommen aus dem Leben. Ja, ja. Liegt an der Röhre. Das war ja die Röhre. Also der Monitor jetzt der OLED ist natürlich auch fantastisch. Beste Unterhaltung, wenn er flugst, too late. Input-Lag, moin. Aber die Röhre macht's noch besser, Input-Lag technisch. Bin mal gespannt, wie sehr ich das in Mario World merke, ob es am Anfang irgendwie ungewöhnlich ist, weil es ist ein Unterschied. Ist ja nun mal bewiesen jetzt. Oh. French Fry Apocalypse, moin. Viel Glück. I bet you're not from Germany. Are you? I'm not. Yes. The dots above the U are missing. Evan. Ah, nee, das fand ich richtig schlecht. Wie war denn der zweite Teil? Oh, Boots! Ja! It's not, no problem. French. It's okay. Not necessary. Die würde ich nochmal mitnehmen. Gleich vielleicht Pot. Rogue Legacy 2, das wäre auch was. Aber da versinkt man doch dann so drin, ne? Gibt's das nicht auch mittlerweile für die PlayZ? Das gab's doch ursprünglich nur auf der Switch und dann kam das noch für die PlayZ, ne? Rogue Legacy würde mich auch sehr reizen, ja. Das Angry Video Game Nerd Game, auch geil, ja? Coole Ideen. Thank you.
Varia Suit. Jetzt traue ich mich auch Wack Chip zu spielen. Spring Ball. Okay. Minesweeper, abgefahrenes Spiel, ja. Das habe ich damals nie verstanden. Nie. Wie war es bei euch? Mal ganz ehrlich. Kommt halt drauf an, wie alt ihr gewesen seid. Leider nicht Bristle Bear, das wäre so gut. Also das wäre ein absolut krasser Game Changer. Retro Achievements auf Original Hardware. Puh. Da würde ich nur noch Retro spielen den ganzen Tag. Nichts anderes mehr. Wie lange macht das Spaß? Die Frage, Sute. Also Nostalgie-Kick kurz rein und dann ist auch Ende, oder? Twilight Princess? Ja. Ich würde sagen, ich habe alle wichtigen Zelda-Spiele im Stream schon gespielt. Axiom Verge habe ich schon gespielt. Ah ja, das war dumm, was ich hier gemacht habe. Das habe ich nicht im Stream gespielt, Kammer. Hey, wer hat denn das jetzt wieder repariert hier? Die Mainzelmänner oder was? Habe ich jetzt erstmal nicht geplant, Tungil. Ja, Pokémon hat schon Spaß gemacht. Aber es fühlte sich dann irgendwann auch an. Also als wäre es fertig gewesen für mich. Boah, was ich auch mal machen muss. Dieses Mega Man Street Fighter. Dieses Crossover spielen. Wäre auch geil, Klugi, ja? Nicht. Boah, Pokémon X Tekken, ey, das fand ich richtig schlecht. Thank you.
Mist, jetzt der Darkroom mit 3 Herzen. Not good. Ja, ihr könnt auf jeden Fall jetzt mal Spielewünsche pushen. Vielleicht starte ich auch mit einem Spielewunsch, mit einem großen. Aber diese Mario Kart-Geschichte sollte ich auf jeden Fall auch da aus dem Weg räumen. Wann kommt Mario und Donkey Kong? Das kommt doch jetzt auch bald, ne? Ey, Alter, dieses Jank-Spiel. Hat sich doch gelohnt. Ja, irgendwie ja. Aber Baby Park, ich bin ganz ehrlich, ist für mich wie so ein Block, der weg muss. Ist halt zu übel. Zu wenig Equipment.
Na, klappt nicht. Das klappt nicht ohne Fire Rod oder Quake. Nee. Nee, das klappt nicht. Also Quake oder Fire Rod braucht man hier. Oder halt genug HP. Aber ich habe beides nicht. Green Mail, kein Quake, kein Fire Rod. Das ist nicht zu spielen. Das ist natürlich jetzt, das dauert 10 Minuten hier, der Scheiß. Bisschen ärgerlich. Ne, mit dem Fire Rod könnte ich den Raum anzünden. Also, da sind Fackeln. Dann hätte ich auch Licht. Also, Lampe, klar. Mit der Lampe geht es natürlich sowieso, aber auch ohne Lampe. Mit dem Fire Rod würde es gehen. Mit dem Quake Medallion würde es gehen. Aber mit so wenig Herzen, mit Green Mail, also, das ist wirklich zu wenig. Nee, besser kann es nicht mehr werden. Ich sag das. Nee, Fall. Da bin ich wirklich am Ende. Und dass das mit dem Input-Lag, das hat mich so umgeboxt. Also wirklich, ich dachte gestern, ich komme nicht darauf klar. Ich habe das selber nicht geglaubt. Na, guck mal. Ich habe kein Feuer. Nicht der beste Dungeon. Wenn man kein Feuer hat. Hallo, Arcade. Habe ich einen Wiki hier. Mal hin. Aber es ist nur Pendant Dungeon, ne? Ja, irgendwie klar. Es ist eigentlich logisch, dass es ein Delay gibt. Aber dass ich das gespürt habe, das ist auch so krass. Ich habe das gemerkt beim Spielen schon. Ratio, vielen Dank für 10 Subs. Alter, danke. Was geht jetzt? Hoffentlich, bitte kein Small Key. Bitte kein Small Key. Powerbombs, okay. Damit ist Hera leer. Vielen, vielen Dank für Ratio. Subs, bester Support. Ja, vielen, vielen Dank, Mann. 3700. Was sind das für Nummern eigentlich? Okay, da haben wir ein Hard Piece. Wir nehmen Spiral Cave mit. Hey, danke Nightwalker, ja, der ist auf jeden Fall schon wild, aber es gibt wildere Sachen. Läuft Franzen 92. Müsste das jetzt nicht ein Badge sein? Alter, 92 Monate. Wann machst du es endlich mal? Das D-Abo-Scheiß-Zeug da. Ja. Ist das eigentlich ein geiles Badge? Ich finde, dieses First-Badge sieht schon echt extrem scheiße aus.
Ich lasse das alles so wie vorher mit Napalm. Und weißt du, was das streng genommen heißt? Der Sound ist nicht zu 100% synchron mit dem Bild. Charge Shot, schon mal ganz gut. Ich finde das, also natürlich ist das ein geiles Badge, aber es sieht so billig aus irgendwie. Es sieht scheiße aus, finde ich, dieses Badge. So, Tower of Hera kann ich komplett clearen. Nein, 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 der Sound... Nein, also der, ne, ich behaupte ja. Also ich höre das. Ich kann ja zum Beispiel so wie vorher über meine Boxen den Sound ausgeben lassen. Ich kann aber auch über die Röhre den Sound ausgeben lassen. Und wenn ich bei Tomb Raider schieße, dann hat das ein kleines Echo quasi. Weil die nicht synchron kommen, die Schüsse. Der Fernseher ist schneller. Die Röhre ist schneller, Punkt. Das ist bewiesen, das ist so, ob man das spürt oder nicht. Ich hab für... Ja, naja. Naja, so wie seit immer im Stream. Naja, das ist so minimal. Also ich hab's ja gestern gemacht. Also es ist wirklich so, dass das ist halt so ein Mini-Unterschied, dass man das nicht spürt, da den Sound. Nur wenn du es wirklich so komplett direkt vergleichst, dann muss man sagen, ja... Oh, lol. Das ist ein Unterschied. Nein, das ist überhaupt nicht, also, nein. Es ist überhaupt nicht Bild. Naja, eigentlich ist es... Moment mal. Also, stopp. Eigentlich ist es das Einfachste, dass ich den Sound vom Fernseher abgreife. Denn der Sound hat ja einen Lautsprecherausgang. Nee, das muss ich dann auch ändern. Das ist für mich ja das Einfachste überhaupt. Moment, ich brauche keine Dark World hier mehr, ne? Sei denn, ich will Sora, will ich nicht. Catfish spielen. Ja. Ach doch, natürlich brauche ich die Dark World. Ich hasse mich. Ach... Boah, bin ich dämlich. Ich frag mich das noch selbst. Oh mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Die ist jetzt echt insane. Ja, weiß ich. Wollte ich auf dem Rückweg holen. Also, nee, Bonk Rock Caves wollte ich auf dem Rückweg holen. Ja, also über den Lautsprecherausgang ist ja super easy. Ich muss ja nur meine Kopfhörer da rein. Also ja, es ist super easy. Dass das dann synchron ist. Muss ich mich nur drum kümmern. Nee, die 5 fällt heute nicht. Nicht mal ansatzweise, aber ich hoffe, ich werde mich noch ein paar Stellen verbessern. Dann hole ich jetzt auch Catfish. Dann haben wir den ganzen Bums oben weg. Eine MX-7000 bei Sashi. Steht schon hier bereit. Ich warte nur auf die Hydra. Dann endlich Super Nintendo da dran. Oh.
Sie teilt ein analoges RGB-Signal auf in zwei verschiedene Richtungen. Das ist das Besondere. Ich kann also das RGB-Kabel einmal in mein Retro-Ting stecken, so wie jetzt, damit ihr das Bild seht. Und ich kann das dann gesplittet quasi in meine Röhre stecken. Das klingt komisch. Aber ja. Na, bei der PlayStation geht das, Kapostel. Die PlayStation kann beides. Das ist ja der Umbau von Darkraver. Die hat einen HDMI-Ausgang und noch den analogen. Und ich kann beide Kabel einfach benutzen gleichzeitig. Das ist sowieso crazy. Charge, muss ich den noch equippen? Nee. Genau, das war PS1. PS1 kann ich jetzt on-stream easy spielen. An der Röhre. Also das geht am Mittwoch schon mit Tomb Raider. Freue ich mich auch drauf. Aber Super Nintendo noch nicht. Stimmt, ich habe Speed jetzt. Ist mir dann auch gerade aufgefallen. Also NES Next. Jetzt kommen die ganzen. Jetzt wird alles darauf ausgelegt, ja. Nee, voll. Speichern lohnt sich schon vor dem Boss, obwohl ich bin so equipped, das ist eigentlich scheißegal. Ach, ich habe ja noch gar keinen Strom. Genau, das kommt noch dazu. Mehrere SCART-Inputs kann ich dann verwenden. Also es ist quasi wie ein großer Switch. Ich müsste nicht mehr umstecken. Müssten das sein? Ja.
Aber Moment, ich habe doch trotzdem nur einen Ausgang, ne? Moment. Nice. Perfekter Boss. Red Pendant, na super. Super. Egal. Ah, mal Strom. Capacity. Braucht kein Mensch. Was fehlt mir eigentlich für Gormo? Der Hookshot? Boah, geil, Bitlex. Da gibt's schlechtere Sachen. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich cool. Hast du recht. Wow, cool. Ein Herzteil. Da hätte ich speichern können, jetzt hätte ich resetten können, ne? Ja, das hätte ich machen können. SMZ3 Beste. Ja, ist geil. Blumplory, danke für 2 Monate Support. Moment, war ich jetzt hier? Oder kam ich da nicht dran, weil der Strom noch aus war, ne? Ja, oder? Nee, Quatsch. Gibt's hier noch einen Check? Wo war das denn? Nee. Sind die Alerts eigentlich wieder lauter? Tür unten links. Echt? Hab ich's jetzt doch verpeilt? Okay, dann mache ich hier erstmal alles auf. Die eine, die es da so gibt, Alroso. Gibt's da mehrere? Ich glaube, die gibt's noch in klein, ne? Aber es glaube ich gibt nur eine mit 2 Ausgängen. You
Hä? Hier ist doch kein Check. Doch. So. Genau das. Rosa. Mushroom. Die Lampe, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wie kommt man denn da dran? Ah. Nice. Bin ich denn? Moin. Niemand. Sehr gut. So, den Bums habe ich da oben alles, ne? Den Scheiß hole ich jetzt. So. Okay, okay. Ich könnte sogar über Meyer Area zu Ridley schnell gehen, ne? Nur das eine, ich weiß nicht mehr, ja, ne? Oder kann ich das noch sprengen? Ich glaube, ich kann das noch sprengen. Oder nicht? Yes, Creep OG. Und das Verwirrendste daran, ich spiele mit Mega Man. Er passt weder zu Zelda noch zu Metroid. So, ich gehe einmal hier speichern, weil dann kann ich gleich... direkt resetten, wenn das nichts ist. Jetzt kann ich natürlich Pot zu Ende spielen, jetzt nicht das Schnellste. Ich kann in Zelda nicht so viel machen. Pilz abgeben, Desert spielen, ja, okay. Desert Palace ist auch Crystal, könnte man machen. Thank you.
Obwohl, jetzt könnte ich mir natürlich auch die Blue Mail holen, ne? Ich glaube, es lohnt sich schon, weil die andere Rüstung, wo war die? Die war auch irgendwo da, wo ich gesagt habe, ja, okay, werde ich nicht holen. Und dann bin ich mit Green Mail halt die ganze Zeit dabei. Das ist halt auch scheiße. Ja, MSU-Support fehlt, das stimmt. So, jetzt weiß ich natürlich nur nicht mehr, wie man... War es der oder der? Chat. War es dieser hier oder dieser? Links oder rechts? Links, ne? Toll. So kriege ich keinen von beiden. Ja. Ja, da sind die Ahnungs... Die mit viel Ahnung. Ich hätte... Okay, das war Mist. Okay, es ist so. Ich glaube, ich ignoriere die Blue Mail. Es ist nicht so wichtig. Ja, ich weiß, dass ich beide kriege. Das wollte ich ja wissen, wo man genau stehen muss. Ja, ich mach mal in Zelda erstmal alles fertig. Das heißt, ich gehe jetzt möglichst schnell. Das wäre natürlich schon easy mitzunehmen, die Blue Mail, ne? Boah, mache ich das nochmal? Ich glaube ja, und der Energiecontainer könnte auch nochmal hilfreich sein. Hat jemand von euch mal die Serie hier? Mein neuer Freund, kennt ihr ja, habe ich schon beim letzten Mal erzählt. Die gibt es jetzt auch von Christian Ulm produziert mit einer Frau und nennt sich Meine neue Freundin. Sehr empfehlen, sehr zu empfehlen. Ich habe mich beömmelt. Ja, und da, ich glaube, da kommt heute die neue Folge oder gestern, ne? Ja, ich musste mich, ich habe mich totgelacht, echt. Wo läuft die? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf irgendeinem Scheiß. RTL Plus oder so? Ich weiß nicht mehr. Scoozy, dankeschön für deinen Sub. Also hier oder eher hier? Also hier drauf, ne? Naja, wieder verkackt. Oh Mann, Alter. Es muss gar nicht zwischen zweien. Ist ja in seinem Uwe-Outfit. Sieht er aus wie Jürgen Klopp. Aber auch nicht wirklich. Ja, als Uwe. Ja.
Uwe Wöllner, ne? Heißt er, glaube ich. Die Rolle. Die Figur. Also eher hier drauf, ne? Oder? Nee. Auch falsch. Egal. Das ist das, was ich haben will. Hey Martin Luther, moin, musst du wahrscheinlich einfach F5 drücken, so wie immer. Bei Twitch. Dann sollte das gehen. Yes. F5 regelt. Falsch. Franz Beckenbauer, ist das für die Fußballwelt jetzt was Schlimmes? Also, ist natürlich nicht schön, wie gesagt. Ist nie schön, wenn jemand jetzt irgendwie stirbt. Aber mich berührt es jetzt nicht so. Also. Aber wie ist es als Hardcore-Fußballfan? Die kann ja eigentlich nur gut sein. Der war schon länger aus dem Game raus, ja. Ja, das alles, was er vorher gemacht hat. Also ich habe auch nur das abgespeichert mit diesem ganzen WM-korrupten Scheiß und so. Aber klar, der hat natürlich, der ist eine Legende, das stimmt schon, wie Simply das sagt. Wie gesagt, ich hatte nichts für ihn über, nie. Kein Fußballfan. Falsch rum. Nice! Ja, die sind geil, die Dinger, oder? Ja, total, Lehrer Kali. Aber ist ganz cool zu spielen, mal. Ich meine, es ist halt anstrengend, weil der so lang dauert, ne? Ja, die sehen mega aus. Ja, mit Bomben geht das auch. Aber das machen im Randomizer jetzt sogar noch einige Leute.
Einfach mal eine Bombe in die Omega legt. Upsi. Ah, ich habe ja gar keine Titans. Müssen wir es ja normal machen hier. So. Wow. Auto enter Desert Palace. Not. Let in Fire. Also ich spiele hier Super Metroid und Link to the Past gemischt. Das Besondere ist, die Items können... Also hier gibt es Metroid-Items und in Metroid könnten Zelda-Items sein. Alles ist kunterbunt gemixt. Mein Ziel ist es, beide Games durchzuspielen. Ich hatte gerade Rupees, Map, Kompass, das war's, ja. Ich wollte gar nicht mehr weitergehen. Das waren schon alle Items. Genau. Oh ja, ist sehr witzig, aber auch sehr komplex natürlich. Es gibt 4 Eingänge, sowohl in Hyrule als auch in Cebes oder wie das heißt, Cebres, keine Ahnung. Also in Zelda und in Metroid, die jeweils ins andere Universum führen. Und dadurch bildet sich auch eine neue Logik. Also ich kann zum Beispiel den Berg erreichen in Zelda, ohne dass ich eine Flöte oder Power Gloves habe, was ich ja eigentlich brauche, weil ich Zugang über Metroid dahin bekomme, wenn ich den Zugang da habe. Aber ich glaube, das Einzige, was ich brauche, ist der Morph Ball. Über Lower Norfair, genau, über Norfair, nicht Lower. Genau. Und natürlich hier Super Bombs und Power Bombs, aber die hat man ja dann. Super Missiles und Power Bombs. Ikemi, dankeschön für 38 Monate. Ja. Ist auch jetzt wurscht, das Thema brauchen wir ja auch gar nicht beitreten. So, ein Item wird er nicht mehr geben, das haben wir ja gerade schon gesehen. Aber er gibt uns einen Crystal, den wir brauchen. Aber jetzt geht in Zelda nicht mehr so viel, Spy Cave. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt über den Berg Norfair spielen. Das könnte ich machen. Wir brauchen einen Hookshot. Was brauchen wir denn noch für... Wir brauchen Titans. Wir brauchen die Titans vor allem. Aber jetzt habe ich auch Speed. Ja, das geht im Multiworld.
Ah ne, mit Speed geht das. Da brauche ich ja keinen Dings-Move machen hier. So, die Titans wären das Wichtigste, würde ich sagen. Reap, danke für 67 Monate. Nee. Vielen, vielen, 47 Monate, habe ich 67 gesagt? Könnte sein. Klar, Bonusmonat. Klar. Aber keine Titans. Aber Mountain gönnt, oder? Ich sag ja. So nicht. Easy. Stinkefinger. Burner. Und Missiles. Das ist alles keine Gönnung. Das ist alles Schitte. Der Vanilla Speed Check hier, ne? Nee. Wir gehen jetzt nach Lower Norfair. Moment, muss ich oben lang, ne? Da kann ich noch den einen Check holen. Ja.
Ich hasse das. Ich hasse das. Hey, 50 Rupsen. Ah, okay. Ist hier nicht noch was? Nee, wohl nicht. Na, so gut kenne ich den nicht. Also, was heißt so gut? Ich komme so gerade durch, sagen wir es mal so, Bluff. So, jetzt Lower Norfair. Können wir Ridley spielen. Ja. Aber ohne Titans ist das hier Shitte. Ey, Peturigan. Titans sind die besseren Handschuhe. Moment mal, kann ich hier den Sicht... Ich weiß es nicht. Hier geht's zu Crockmire, oder? Gleich auch. Naja, hier gehe ich jetzt auf jeden Fall zu Lower North her, und das möchte ich. Hm, hier komme ich jetzt auch nicht hoch, ne? Ach, shit. Das heißt, ich muss wieder diesen Gravity Jump machen. Nicht. Speichern mal, besser ist. Cool. Hallo. So geil, man kann nur einmal speichern. Und da muss man raus und rein, wenn man sich verdrückt. Ich meine, das passiert nicht häufig, aber trotzdem, was ist das? Execution ist echt gut, Respekt, danke. Nee, also echt gut würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Aber ich bin schon auch zufrieden. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen auf HP achten. Vor allem der killt mich halt wieder, ne? Dieser golden Shitsu, Ritsu, keine Ahnung wie die heißen. Shizu, Shotzi, Shosi. Hä? Ging das nicht so? Leute. Ja, cool. Game kaputt.
Super. Liegt da Mega Man? Ja, das ist aber nicht gut. Ah, man braucht den Space Jump, der es triggert. Ah. Das wusste ich alles nicht. Schlau, was ich hier mache. Nee, ne? Naja, hier, das ist jetzt Quatsch. Naja, ich muss da runter. Das bringt hier nichts. Das ist, glaube ich, der Rückweg oder so. Naja. Ja, so viel zu. Oh, du kennst aber den Randomizer gut. Hier, ich sag ja, Lower Norfair ist für mich ein anderes Level an Irrgarten. Also nicht zu vergleichen mit all dem ganzen Rest des Spiels. Dieser Bezirk hier, dieser Bereich, Killer einfach. Bitlex, danke für 100 Bits. Aber den Bereich, ich hasse den. Hey Juniors. Hä, aber wo geht's denn dann lang? Ah, hier geht's runter, ja. Okay. Ah, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wo es lang geht, wo ich Checks habe. Okay, hier nicht. Doch, hier wollte ich hin. Gut. Der Schwierigkeitsgrad hier in Norfair ist halt auch Next Level einfach. Jetzt der Scheiß hier. Thank you.
Alter, machen die einen Damage. Ja, habe ich. Aber lohnt sich das? Das nochmal. Dieser Move zum Heilen. Hier ist, was gar nicht mehr wieder hieß. Ich meine, brauche ich jetzt nicht, aber. Wie heißt er denn? Crystal Flash, ja. Ja, ich hasse das auch. Ich will auch nur meine Missiles. HP ist mir jetzt eigentlich egal. So war's, ja. Okay, 5 habe ich jetzt verschwendet. Thank you.
Easy Rider. Okay, das war auch ein Boss-Token. Das muss ich gleich markieren. Ridley war... Okay, aber es hat mir nicht so... Also, ich meine, ich musste das sowieso machen. Aber das hätte ich dann auch über Zelda machen können. Ich bin halt auf der Suche nach dem Scheiß... Nach den Scheiß Titans. Ja, im Wasser war ich. Ich kam am Anfang nicht weiter. Auf dem Weg zurück sind ja jetzt auch nochmal ein paar Items. Und dann werden wir sehen. Gar keinen Bock, die zu machen. Und das brauchen wir nicht. Ja, mega. Das ist super, das muss ich auch nochmal entspannt spielen. Ah, das gibt's doch nicht. Wir werden uns wieder dusselig suchen hier, befürchte ich. Ja, Mist. Genau, Roststulle. Ab Freitag. Bubble Mountain, ne? Ja. Okay. Ja, ich frag mich nur, wie kann ich diesen einen Check hier machen? Ist das von dieser Seite? Da gehe ich heute Abend hin, tatsächlich, Mahoney. Weil ich noch da ein bisschen was liegen habe. Nach dem Stream. Oh.
Weiter Pen and Paper. Ist hier der Speedray oder ist er da drüber? Ich glaube da drüber, ne? Ja, da drüber. Ja, auf jeden Fall Ungross. Also, um ehrlich zu sein, ich habe noch gar nichts vorbestellt oder so. Komme ich hier nicht zu Lower Norfair? Meine ich ja. Meinte ich auch. $200 für ein Display. Ah, dann kann ich jetzt hier den Check machen, ne? Echt? Das ist sehr teuer. Das ist ein Draft Booster. Okay, das ist nur Capacity. Das ist wirklich teuer. Tja, wir haben keine Titans. Das gibt's doch nicht. Und was kosten die online aktuell? Hier will ich nicht hin, ne? 169, ja, der Unterschied ist halt einfach gigantisch, ne? Es sind halt auch nur Draft Booster, ne? Das macht mich ein bisschen wütend, um ehrlich zu sein. Habe ich nur nicht weggeklickt, habe ich alles schon geguckt und nicht gesammelt. Ja, ich weiß, aber warum sind es dann keine Playbooster? Also Draftbooster ist ja jetzt wirklich der absolute Schrott. Also wenn es dann jetzt wenigstens Playbooster wären, die neuen. Aber so ist ja... Naja, Draftbooster. Jetzt nicht so geil eigentlich. Kriegt man die denn jetzt noch easy für Vorbesteller? Weiß das jemand, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf Games Island eins bestellen würde, wäre das dann am Freitag noch hier? Die sind ja jetzt wahrscheinlich nicht ausverkauft oder so, ne? Okay, das ist schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ist Turtle Rock? Ja, okay, ich kann auf jeden Fall in Turtle Rock rein. Versand erst am Freitag? Echt?
darauf habe ich keinen Bock. Boah, aber die Schockländer, die wären halt geil. Ich hoffe, die werden deutlich günstiger. Ich muss ja für jedes... Mein Gott, für jedes Deck müssen wir überall rein. Überall. Echt, ich hatte eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit Games Island. Feuerechse, danke für 13 Monate. Schlecht. Also käme ich jetzt noch? Nein, ist hier nicht noch was? Nee, da nicht. Käme ich jetzt noch easy bis Freitag an ein Display, wenn ich es bestellen würde? Zum White Rabbit auch irgendwie ganz nett, ne? Support your local game store, aber der Preisunterschied ist halt schon wild. Gönn doch jetzt mal die Titans, ey. Mein Gott, immer das Gesuche. Das wird wieder eine Katastrophe. Es wird wieder Last Location Titans. Naja, aber Games Island macht das doch immer... Die sind doch immer super früh mit dem Versand eigentlich. Gar nicht, oder? Nee, das überlebe ich nicht. Oder doch? Ich werde mir jetzt nochmal ein Getränk holen. Klappt's nicht. Ja.
meine, ich speichere nochmal. Guck nochmal nach dem Getränk. Ja, die Suche nach den Titans. Ätzend. Ich meine, Turtle Rock geht ja dann. Ice Palace geht. Was mit Swamp Palace? Ich brauche einen Hookshot. Rechts ist auch noch ein Energy Room hier neben. Ach, guck mal. Froststille, mach das mal. Stimmt, den Fire Rock brauche ich ja auch noch. Ja. Den habe ich auch noch nicht. Okay, ich mache eine kurze Pause, hol mir ein Getränk und bin in ein paar Minütchen wieder da. Bis gleich. So, Leute. Okay. Noch viele Sachen auf hier. Und in Zelda nichts da. Komme ich denn jetzt? Mann, ich verstehe das nie. Achso, der Timer, ja. Nach Krokomeier. Aber da geht's zu Plasma. Ne, den mache ich jetzt bestimmt nicht. Krokomeier, ich verstehe einfach nie, wie man da hinkommt. Nie. Ich habe gerade übrigens eine Mail bekommen für die Magic Con in Amsterdam. Da habe ich mich nämlich mal einfach auf doof als Creator beworben, obwohl ich natürlich jetzt nicht so sehr im Magic Game drin bin. Also als Creator. Aber ich wurde angenommen. Das ist richtig cool. Da freue ich mich drauf. Ein Business Center? Was? Creme Flash! Danke für 33 Monate. Was geht? Rote in der Mail ganz oben. Soll wieso? Scam oder was? Moment, hier ist es gleich. So, upsie daisy. Ja, gut. Wer liest denn sowas? Zwischendurch. So, okay, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Moment, ich muss mal denken. Ich gehe jetzt weiter und gehe nach Zell. Nee. Ey, wie komme ich zu fucking Krokomeier? Ich verstehe es nie. Ich will das jetzt einmal lernen. Leute. Ich gehe jetzt hier Lower Norfair. Und von da aus komme ich da. Upper Norfair ist das jetzt. Runter zu Norfair. Und dann muss ich da runter, wo die Plattform, wo oben links der Energiecontainer war. Ich glaube ja, ne? Ja, ich glaube, ich weiß schon. Wo die Plattformen kaputt gehen. Dieser Drecksweg. Oder? Hier.
Hier unten, oder? Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Da ist ein Energiecontainer, aber ja, ja, brauche ich nicht. Ja, ey. So simpel. Wieso konnte ich mir das nie merken? Enherion, ja, das ist ein Randomizer gemischt aus Super Metroid und Zelda Link to the Past. Das Verwirrende daran ist, dass ich einen Mega Man Sprite spiele. Den habe ich mir einfach, das habe ich mir einfach ausgesucht. Ja. Ich muss beide Spiele lösen und alle Items in beiden Games sind über die anderen Spiele auch hinweg verteilt. Also ich kann das Master Schwert oder den Bogen hier irgendwo in Metroid finden und andersrum. Ich kann auch in Metroid einen Hookshot finden oder so. Also alles möglich. Ziel ist es, beide Spiele zu beenden. Also alle sieben Crystals zu kriegen, um Ganon zu besiegen und alle Boss-Tokens in Metroids... Mein Gott, ey, dieser Boss, ne? ...zu besiegen. Ja, das ist immer möglich. Das macht die Logik des Randomizers. Aber ja, ich brauche Titans, Hookshot, Fire Rod. Ich weiß nicht, warum ich das einfach nicht finde seit Stunden. Und Crocomire wird wahrscheinlich wieder ein Fail sein. Immer wenn ich mal hingehe, gibt's hier eh nichts. Ja, kann ich. Aber nur an bestimmten Stellen. Vier Orte in Metroid und vier Orte. Es gibt also quasi vier Portale, die zwischen den Spielen hin und her wechseln. Können wir mit dem Infinite Bomb Jump hin? Nee, ne? Nee, geht auch so. Natürlich nix. Das sind 10 Pfeile. Ich bastel immer an einem neuen Deck. Gerade baue ich mir so ein bisschen Landfall-Deck. Ich glaube, ich brauche das gar nicht, oder? Okay, ein Fire Rod. Der war also schon mal nötig. Okay, nice. Da war der Bums also schon mal doch nicht umsonst. Moxfield, Moxfield. Ich benutze eigentlich nur noch Moxfield. Da könnt ihr auch alle meine Decks angucken und meine ganze Sammlung. Ist alles da hinterlegt, jede einzelne Kamen und Ankamen. Okay, so klappt's nicht. Da muss es mal einen Befehl für geben, fällt mir mal ein. Okay, da gibt's nur Missiles. Okay.
Nee, Mischung aus Super Metroid und Zelda. Okay, das heißt, mit dem Fire Rod kann ich jetzt auf jeden Fall Skull Woods spielen. Vielleicht ist da Progress. Ja. Ja. Aber es ist so. Ich habe jede einzelne Karte dort. Ich scanne die immer ein mit Mana Box. Also neue, wenn ich ein neues Display cracke, dann scanne ich jede Karte mit Mana Box ein. Und dann uploade ich die Datei bei Moxfield. Das sind ja jetzt ja auch nicht 1 Million Karten, die ich habe, ne? Ich glaube, es sind 10.000 aktuell. Okay, jetzt komme ich da raus, ne? Geil, ne? Ja, der ist auch einfach super sexy. Sage ich ja. Also, da gibt es andere Leute, die haben 7 Zilliarden mal so viele. Und da kann ich schon. Ach, da kann ich schon verstehen, wenn die dann sagen, er ist ein bisschen viel. Ja, der ist auf jeden Fall wieder belastend. So wie immer. Ja, ist mega geil. Okay, mit dem Fire Rod spielen wir jetzt auf jeden Fall mal. Was ist mit Spy Cave hier oben? Das ist die ganze Zeit auf. Ey, komm, das mache ich jetzt eben. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas weglassen. Das ist einfach dumm. Wir machen jetzt einfach Clear. Ja, man muss beide Spiele beenden. Vietcom. Hier ist eine Fee, oder? Manchmal? Oder ist sie da immer? Alter! Danke. Ja, ist auch sehr komplex, weil man hat halt, aber das mag ich auch sehr daran, man hat unterschiedliche Zugänge. Also man hat auch, die Logik verändert sich. Ich komme zum Beispiel auf den Berg in Zelda ohne Power Gloves, ohne Power Gloves oder Flöte, weil du halt, ja, über Metroid auch dahin kommst. Oh mein Gott, ja, hier sind die Titans. Okay, mega nice. Das... Ich spiele hauptsächlich das Commander-Format. Also zu 95%. Okay, das ist mega. Moment, was brauche ich jetzt eigentlich noch? Ich brauche den Hookshot. Ja, ich spiele jetzt erstmal alle Dungeons, die ich spielen kann, oder? Okay, der Check, das war jetzt gut. Ich brauche nur noch einen Hookshot. Ja, dann spielen wir jetzt Maya. Wir machen jetzt einfach alle Dungeons. Obwohl, Maya ist Green Pendant, das ist natürlich Quatsch. Egal. Wir können hier Maya Shack mitnehmen, dann Checkerboard und so. Und dann mache ich Turtle Rock. Und dann hoffe ich, finde ich den Hookshot einfach. Unterwegs. Na komm, ich lasse die Truhe weg. Einfach weil... Nee, komm. Oder? Eigentlich will ich sie jetzt weglassen. Ja. Mach die Truhe. Okay. Okay, jetzt mache ich aus, Leute. Wie geil wär's, wenn ich die weggelassen hätte? Alter, wenn ich die jetzt weggelassen hätte! Okay. Wenn ich die jetzt weggelassen hätte, Alter.
Okay, ich bin im Go-Mode. Kann das Spiel beenden. Ich brauche nichts mehr. Lol, was ist jetzt passiert innerhalb von 3 Minuten? Alle Items. Das stimmt, Clay. Lol, hätte ich die jetzt weggelassen. Machen wir mal auf. Ne, ich hätte den Seed auf gar keinen Fall zu Ende gespielt. Na, wozu? Brauch nichts mehr. Zelda kann ich beenden. Metroid dann auch. Ich muss den Metroid sogar gar keinen Boss mehr machen, oder? Na, ich habe alle besiegt. Blump Lorry, danke für deine 5er Sub-Bombe. Vielen, vielen Dank. Ja, so viele gar nicht, Scoozy. 6, 7? Mehr nicht. Das ist ein deutsches Rando-Turnier mit über 100 Teilnehmern. Das findet einmal im Jahr statt. Und das startet jetzt. Also mein erstes Spiel wird jetzt auch in den nächsten Tagen irgendwann sein. Ein One-on-One-Turnier. Ja, von zu Hause aus. Klar, online. Ist das das jetzige oder ist das noch der alte Command? Ja, ja, das wird kommentiert und das läuft hier auch auf dem Kanal. Also, wenn meine... Aber in der... Also, ich würde sagen, ja, meine Spiele werden schon auch kommentiert. War beim letzten Mal auch so.
Ja, ja. Ja, nicht auf meinem Kanal, ja. Aber, ja, ich denke, ich werde es wieder auf dem Benson Restream-Kanal machen. Ja, was halt, nee. Also, ich kenne den Gegner nicht wirklich, nee. Ich glaube auch aus den Community-Turnieren, da habe ich den Namen mal gelesen. Oder aus den Weeklies. SMZ-Turniere? Gibt es bestimmt, ja, aber. Da sehe ich mich nicht. Aber wir machen mal auf. Für ein paar Missiles Supers oder so? Nein. Boss Ben, danke für dein Subgeschenk. Vielen, vielen Dank. Nein, Super Metroid und Zelda 3. Ich würde es eigentlich auch lieben, Nafal. Warum machst du das nicht mal mit? Wäre das nicht eine coole Experience dann im Nachhinein? Also, es geht ja nicht nur ums Gewinnen. So, dann kannst du dir danach dein Spiel im Kommentar angucken und so. Also, schon nice. Es ist so, Lord Commander. Nein. Niemals. Ich glaube, es wird schon ein bisschen darauf geachtet, dass Leute, die ein bisschen Zuschauerschaft und Community haben, dass deren Spiele auch gestreamt werden. So hatte ich das im Gefühl zumindest. Nehmen wir mit. Ich nehme jetzt auch noch die Hookshot Cave mit. Owen Head CH. Ich fände es irgendwie geil. Ja. Aber nur in der Ursprungs-Vanilla-Japan-Version, in der japanischen. Nicht bei unserer PAL-Version. Da geht es, glaube ich, nicht mit dem Mirror. Mein Gott! Sehr gelohnt.
glaube, ich werde in den nächsten Wochen nicht mehr diesen Mix spielen, aber mal einen normalen Metroid-Rando. Der dauert ja auch, wenn es gut läuft, nur eine Stunde. Stunde 10 oder so. Ich glaube, den werde ich jetzt regelmäßig einbauen. Einfach, damit ich da besser drauf klarkomme. Und dann kann man immer mal alle 10, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder alle 14 Tage von mir aus nur diesen Run machen hier. Echt? Aber diesmal nehme ich es mir wirklich vor. Ja, mache ich, Lord Commander. Und noch ein Small Key. Besser geht's doch nicht, wenn man im Go-Mode ist. Was will ich mehr? Klugi, hau rein. Ich wusste auch nicht genau, was los ist dann. Xaver, sorry. Ich weiß. Aber Edgar Markov war mein erstes Deck, als ich Commander angefangen habe. Für mich eine geile Karte. Und damals habe ich noch, da habe ich ihn gekauft für 70 Euro. Jetzt ist der, glaube ich, 145 oder so. Um den Dreh ist der mittlerweile wert. Der ist so krass gestiegen. Ich habe 70 Euro bezahlt. Und jetzt das Doppelte einfach. Durch die ganzen Ixalan-Vampire und Precons wahrscheinlich. Riskieren wir es? Komm. Ich finde ihn auch so als Charakter geil. Xaver. Also, ich finde, das ist einfach ganz ikonischer Dude. Komm, Smolky. Oh, Junge! Precon, vorgefertigtes Deck, das so verkauft wurde. Also das wurde, also man konnte von Magic dann ein fertiges Deck kaufen. Das ist dann meistens nicht so super stark, aber es ist halt alles drin, um loszulegen. Preconstructed. Nee, Kapustin. Sum of Best ist genau 5-0 und meine PB ist 5-6. Nee, leider nicht. Leider nicht easy, Sub 5. Letzten Stream, in der letzten Session. Nee, nicht einfach Lucky Run. Nee, so würde ich es nicht nennen. Mittlerweile bin ich
habe ich es einfach auch ein bisschen gelernt zu spielen. Okay. Scheiße, ich habe Skullwoods vergessen. Oh, Jesus. Egal, geht sehr schnell. Mein Gott. Habe ich einen Small Key? Nee, dann sollte ich den mitnehmen. Unter 5. Unter 5 heißt es einfach. Also unter 5 Minuten ist ja meine Challenge. Die ich mir selber gestellt habe und mit der ich noch Monate zu kämpfen haben werde. Ich bin mir sicher. Nee, habe ich nie gemacht. 69 Access Run. Genau, das Ganze spielt in unter 5 Minuten. Nein, bis... nein. Einmal hitten. Das ist schon schwer genug. Ja, Feuerechse. Funktioniert auch alles. Nur zu streamen und von der Röhre zu spielen, da brauche ich noch Hardware für. Die kommt laut UPS am Mittwoch. Na klar, aber boah, will man die spielen? Ich nicht. Ne, 4,54 ist der Weltrekord. Warum gehe ich jetzt hier lang? Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Das weiß ich noch nicht, warum. Ach komm. GT, I'm coming. Thank you.
Noch keiner durch, ne? Das stimmt. Leute, hier mein Appell an die Retro-Community. Gibt es in der Community jemanden, der noch einen Frontloader NES in NTSC über hat? Oder loswerden will, verkaufen will? Oder weiß, wo es einen gibt? Nice, da ist er. Und uns Molky. Nehmen wir den hier mit. Das Mainboard wird schon reichen. Na los, Leute. Muss doch jemand haben. Könnt mal raus. Muss ich mal im Discord mit dem Everybody taggen hier. Der doch kultig ist, oder? Scheinbar nicht. Ich bin dumm. Ja, nee, wenn ihr irgendwas auf dem Dachboden habt, dann wird das nicht NTSC sein. Das ist halt das Ding. Dann habt ihr es von damals und dann ist es hier unser Europabums gewesen. Ja, die wurde schon verlinkt. Ist halt eigentlich, das ist halt das Idiotische. Eigentlich muss das kein Sammlerzustand sein, weil die eh auseinandergebaut wird und das Mainboard rausgenommen wird. Das ist ein bisschen verschwendete Kohle, so ein Top-Zustandgerät zu haben, weil es eh auseinandergemurkst wird. Deswegen wäre es fast besser, eine Olle versifte zu haben, die aber noch funktioniert. Das Case wird eh geändert. Klar wirst du die in den USA finden. Auf jeden Fall. Zum Verhindern der Geisterbildern führen Sie bitte eine Pixelreinigung aus und trennen Sie den Monitor nicht vor Anschluss der Pixelreinigung. Möchten Sie die Pixelreinigung durchführen? Fragt mich gerade mein neuer Monitor. Was? Pixelreinigung? Junge. Oh.
Ja. Oder auf Retro Plays gucke ich mal nach, was da so los ist. Vielleicht gibt es da gerade eine. Nee, Arino, ich habe mir Asus geholt. Aber ich bin so happy und zufrieden damit. Alter, was hab ich denn jetzt gemacht? Das wäre ein Triple gewesen, und zwar free. Lucid. Ein Top-Loader hättest du noch über, oder was? Ja, Top-Loader irgendwie nicht cool. Also, auch natürlich nice irgendwie, aber... Top-Loader gibt's gar nicht in Pal, ne? Naja, nee, danke, ist nett gemeint, aber Top-Loader bringt mir nichts. Also wenn, dann will ich das Front-Loader haben. Schon schöner. Bam. So, Zelda durch. Wir haben alle Boss-Tokens, haben kein Ice-Beam, das ist jetzt ein bisschen dumm. Gibt's eine japanische für 60 Euro in Grevenbroich? Wo ist denn Grevenbroich? Ist nicht die... Das ist doch das gleiche, ne? Die japanische ist doch so ein Frontloader-Ding gewesen, oder? Mist, ich sollte Missiles aufladen. Ich meine doch, oder? Ja, scheinbar nicht. Ja. Ja, das wäre natürlich nicht weit, aber... Aber Top-Loader? Nee, dann nicht. Thank you.
Was ist das, Bullrich? Wo war? Ich spiele Zelda und Super Metroid in einem. Es gibt 4 Spots in beiden Spielen, die mich jeweils ins andere Spiel bringen. Und alle Items, die es im Spiel gibt, sind komplett zufällig verteilt. Das Ziel des Spiels ist es, beide Randomizer zu beenden. Zelda habe ich gerade geschafft. Ja, ohne Eisbeams hier ist das natürlich jetzt total dumm. Und dauert. Ja, ich mache jetzt gleich Super Mario Brothers Challenge weiter. Ich hoffe mal heute Sum of Best Sub 5. Das wäre ein Ziel. Aber dafür müsste halt auch einfach mal 8-4 perfekt klappen. Und das. Ja. Ist das Ding. In 8-2. Ey, Herr der Ringe war mega. Für mich Herr der Ringe. War das beste Set. Auch im Draft war das mega. Ja, aber ich bin jetzt gleich durch. Naja, Average ist 3,33. Ich hab's schon lange nicht mehr gemacht. Das wird eine 3,45 oder so. Ist okay. Einfach auf einem HP lassen. Frech. Ja, ich plane da so ein bisschen was ungroß. Und Pre-Con-Turnier, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich immer noch spannend. Ich will ja jetzt nicht hier auf Weltrekord grinden. Simply, ich glaube, die normalen Splits reichen aus, weil man eigentlich schon sieht an den Zeiten, ob es eine Sub 5 ist oder nicht. Also, sobald da alles einmal funktioniert in einem Run, ich brauche eigentlich keine Splits und könnte sagen, es ist eine Sub 5. Oder zumindest, ja, vielleicht am, ja, ich denke fast ja, dass es da eigentlich keine Splits für braucht. So, ich weiß nicht, muss ich jetzt nochmal aufladen eigentlich?
Frage, wie viel ich daneben schieße. Schaue ich immer. Also nicht so komplett, aber immer das, was mich interessiert. Also eigentlich sollten die gehen. Kubi, ich habe sie natürlich nicht deaktiviert. Boah, Luft geschluckt, kennt ihr das? Boah, aua. Ja, es ist so krass. So, Finale, Leute. Was? Echt, Simply? Das ist doch voll episch. Sind mir doch egal in dem Spiel. Ah, oh, die Mucke. Oh Leute, ich habe Moon voll gemacht. Wozu? Ich weiß leider nicht mehr, wo lang. Hätte unten lang gehen können, ne? Ja. Krenko Anime. Nee. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Will ich das sehen? Ich habe den Alternate Art gesehen. Aber das war nicht Anime. Das ist kein schnelle Escape-Sequence, aber ich weiß auch einfach nicht mehr, wo es lang geht hier. Beendet in 3:46. Damit bin ich sehr zufrieden. Beide Spiele durch. Nick, danke schön für dein Subgeschenk. Ist schon immer eine Challenge auf jeden Fall. Ist echt schon einiges zu tun.
Die Hookshot-Mits waren wirklich geil, ja. Oh ja, Dingo. Bergscheier, danke schön für dein Subgeschenk. Oh, Entschuldigung für den Sound. Ich habe gegen mein Mikro geklopft. Muss jetzt sofort gucken. Kränko. Bah! Junge, aber ab damit. Den zerreiße ich, wenn ich den ziehen sollte. Geht nicht so easy. Guck mal, ob ich hier einen Link habe. Hier. Nee, wow. Da habt ihr irgendeinen Link. Papa vertraut mir. Schäbig. Das ist nicht mein Krenko. Schon sehr nice hier, ey. Alter. Ich finde das Ende hier auch sehr episch. Die Credits, die liebe ich. Blumplory? Nee, ich bin an einem AVS Retro USB. Über ein Everdrive-Modul. Aber nicht an der Röhre, sondern am normalen Bildschirm. Ja, mache ich jetzt, Michael Wulff. Ja, ich finde auch Retromancy passt gar nicht. 220 Items. Ja, nehmen wir doch.